René Hubert gehört zu den großen Unbekannten der Schweizer Designgeschichte. Er war international tätig in vielen verschiedenen Gestaltungsfeldern. Und als uns der Nachlass angeboten wurde, der sich in der Schweiz befand, von dem aber niemand wusste, haben wir nicht lange gezögert, daraus eine Ausstellung zu entwickeln. Was man vor allem von ihm kennt, sind die Filmkostüme für glamouröse Hollywood-Filme. Er hat aber auch in Europa für Filme gearbeitet, er hat für Musicalbühnen gearbeitet, er hat Mode entworfen und er war am Schluss der Hausdesigner der Swissair, hat dort alle Uniformen entworfen und die Kabinen der Flugzeuge. Er hat in Hollywood von den 20er bis zu den 50er Jahren gearbeitet. Damals waren die Kostümateliers sehr gut ausgebaut, weil man wusste, dass mit tollen Kostümen man mehr Leute in die Kinos holt, quasi mehr Tickets verkaufen kann. Die ganzen 40er Jahre hat er in Hollywood verbracht, bei 20th Century Fox, und hat über 40 Filme ausgestattet. Jetzt profitiert die Ausstellung davon, dass es eben Sammler gibt, die diese Kostüme besitzen und die uns sehr bereitwillig auch Schätze aus ihren Beständen überlassen haben für diese Ausstellung. René Hubert hat für eine ganze Reihe von wichtigen Persönlichkeiten entworfen, Ingrid Bergman, Gloria Swanson, Marlon Brando, Anthony Quinn, Vivien Leigh, um nur ein paar wenige Namen zu nennen. In den 50er Jahren wurden die Filme immer breiter, CinemaScope wurde eingeführt, das hieß auch, es braucht noch mehr Kostüme, um das Bild zu füllen. In dieser Spätphase seines Werks hat er genau 4 Filme gemacht und für 2 von denen wurde er nominiert für den Kostüm-Oscar. Er hat ihn also nicht bekommen letztlich, aber für 2 von 4 Filmen nominiert, das scheint mir eine gute Ausbeute zu sein. René Hubert war der erste Schweizer, der Erfolg hatte in Hollywood. In dieser Ausstellung kann man ihn darüber hinaus in seiner ganzen Vielfalt und internationalen Bedeutung entdecken.